So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Das ist das kleine Revierderby gegen den VfL Bochum. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Mit dem richtigen Rudi-Ersatz. Warum ja? Ja, das war jetzt bewusst gerade so, dass ich das jetzt ein bisschen so geskippt habe. So, also, machen wir es so rum. Wenn wir mal so mit der neuen Verteidigung ins Dings gehen. Ich werde halt den Wechsel ziehen. Im Blick auf die neue Saison. Die Frage ist ja, ich werde schon mal auf dem schon mal hochgehen, weil der Wechsel wahrscheinlich von Richtung. Wir kennen ihn schon wahrscheinlich durch ist. Theoretisch bräuchte ich da Kai sogar nicht mehr. Also ich bräuchte eigentlich nur einen neuen Innenverteidiger, der ich nachher noch verpflichten müsste. Deswegen habe ich beide jetzt rausgenommen. So, ich gucke mal gerade, ob ich noch mal einen. Von der Werft, ja. So, den gucke ich den Transfer zukriege noch. Ja, ich würde McKennie auch noch richtig Geld bekommen. Nochmal anders. Der wird aber nicht kommen. Nee. Ich würde halt gern. Ach, Scheiße. Krieg die nicht zugemacht, die da. Ja, vergiss es. Warten wir einfach ab, bis wir die Kohle haben, dann werde ich mir noch. Ich habe Alternativen noch, die ich mir verpflichte, wo ich mir noch einen Spieler verpflichten könnte. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Ligaspiel gegen VfL Bochum.
Komm, machen wir weiter. Nächstes Spiel. Alle fiebern sie hier bereits dem Anpfiff entgegen und auch uns auf der Kommentatorentribüne geht's nicht anders. Wir zeigen es ihnen jetzt bei EA Sports. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen VfL Bochum. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das beste Ende findet. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Zwei Änderungen habe ich gezogen. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Wie gesagt, zwei Wechsel, die beiden McKenny und Dragovic rausgenommen, weil die ja den Verein sowieso jetzt kurz vor der verlassen. Also Dragovic nach der Saison, McKenny wird wahrscheinlich kurz, steht wahrscheinlich kurz, gerade kurz vor dem Absprung. Diese Aufstellung. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen sie natürlich am liebsten zu Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. So, auf geht's. Terodde. Ja, der kommt nicht durch, Alter. Jetzt gibt's einen Einwurf. Gut gemacht, eigentlich. Chipser. Eisfeld. Gut gemacht. Ja, der Rose und er zweimal jetzt versucht, auf den Weg zu. Könnte es hier heute ankommen. Weil er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin, da kann ihn keiner stoppen. Verantwortlich dafür. Ja, Ecke. Bella Kotschop, ja, X buchen wir. Das wird Ecke geben. Ecke kommt in die Mitte. Und Renault, der hat seinen Vertrag verlängert hat. Ehrlich gesagt, alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Der Ball kommt rein. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Kowilanski. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier das erste Tor. Oh, Sandhausen bei Berlin. Also einfach wird es jetzt gerade nicht. Wir dürfen uns hier gleich auf mehrere Stars freuen. Wie schätzt du die beiden ein, Buschi? Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben. Das wird ein Fest. Das war einfach für den Torwart. Nichts momentan. Ja, aber kommt momentan nicht so wirklich durch, wie ich ihn gerne hätte. Gut gemacht, oder der jetzt sich da mal ein bisschen durcharbeiten kann. Da war der Fass das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Schade. Auswärts haben sie ja zuletzt gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Dieses 5:0 mit der Mannschaft natürlich sehr schön. So, aber noch nicht die Angel. Das ist noch nicht das erste Tor. Bis jetzt hält der Bochumer der Kasten sauber. Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faust
pfeifen diese Ecke erstmal weg. Fairplay ist das Wichtigste im Fußball. Bitte achten Sie immer auf einen fairen Umgang mit allen Beteiligten. Auch wenn der anderen Mannschaft. Sie kommen über den Flügel. Gugella, Weißfeldkampf. Ja. Glück gehabt. Gut gemacht. Da ist der Ball weg. Ja, bisher läuft es noch nicht so wirklich. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Latza, die Rose. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Gerade wer jetzt was. Klasse Platke. Die Chance. Ja. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in diesem Derby mit 1 zu 0 in Führung. Seht doch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und er macht alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kann sie das Ding nicht verwerfen. So, auf jeden Fall schon mal das 1-0 gemacht. Irgendwie ist dann doch nochmal mit ein bisschen Glück durchgekommen. Also in Führung. 1-0. Tor für den FC Schalke 04. Die Nummer 23. Richter. Ja. Dosendürfner, der gerade das 1-0 gemacht hat. Ecke. Hier das Führungstor. Ah, schade. Ganz energisch, der Ball ist jetzt noch weg. Ja, abseits. Zurück, es gibt abseits. Zu spät reagiert. Guter Ball jetzt. Marco Richter. Richter, ja, der den Verteidiger gut aussteigen lässt, den zweiten ebenfalls stehen lässt. Aber beim dritten scheitert. Eisfeld. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Gut gemacht, der Rose. Der hat sich den quasi selber vorlegt gerade. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Richter. Nachspielzeit eine Minute. Und dann ist Pause. Knappe Pausenführung. Es steht 1 zu 0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Jo, auf jeden Fall steht zur Pause, ja. 1-0, aber weiter geht's jetzt gleich wieder. Halbzeit 2. Keine Wechsel, warum auch? Passt ja so. Gut verteidigt hier. Guter Sinac. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier da. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Mustafi. Man United hat seit geraumer Zeit an diesem Wechsel gearbeitet und nun wurde gemeldet, der Transfer ist in trockenen Tüchern. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Ja, der Baller. Eisfeld. Chipsa. Wenn er da so hingeht, hält er ihn. Oh, das ist, könnte jetzt die Chance sein. Das muss der Ausgleich sein. Das ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Mann. Zwei Mann hat er da schön stehen lassen. Er ist bei der Kotschop da noch hinterher den Mustafi. Also bei den Verteidigern mal rausgezogen. Und dann steht es hier 1-1. Ich komme aber auch nicht momentan in die Situation. Der Spielverlauf ist völlig offen. Richter. Jetzt hat er mal vielleicht ein bisschen Platz. Aber die Flanke kommt nicht mal durch. Sie bekommen den Einwurf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Er verhindert die Flanke.
Ja, und auch wieder hier verhindert die Flanke. Da kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Kobylanski. Gut gelöst da. Reingabe jetzt. Ah, oh, Mann. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Jetzt Eckball. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Es gibt einen Treffer im Stadion an der Alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SV Sandhausen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Und jetzt wollen Sie wechseln. Gute Ballannahme. Ja, wieder nicht. Das ist, ich komme mit Fahnen aber auch nicht wirklich da so in die Position, wo ich das, was ich gerne machen würde. Es geht auf die andere Seite. Geht dazwischen und hat den Ball. Bueno. Hochinteressant. 74. Und irgendwann ist ich hat's aber wohl gepasst. Kann da parallel durchlaufen oder schräg durchlaufen und das Ding dann machen. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Hat funktioniert. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Angelo Preciado. Wird es hier nochmal gefährlich? Die machen es auf jeden Fall, die Bohnen. Er geht auf Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Und jetzt gibt es nochmal Gelb für Bochum, schon elf Meter. Nee. Doch nicht. Marco Richter. Danilo übrigens doch gelb. Ach Mann. Das war ein bisschen zu viel verspielt. Ich kriege aber gerade keine. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Jetzt vielleicht doch nochmal. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Nein. Verlieren den Ball. Erstmal kein. Das ist Feierabend. Damit ist dieses Derby nun beendet. Die Gastgeber haben sich den Sieg geholt. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ja, er hat das anscheinend 2:1 gemacht. Kommt in die Mitte. So, Hauptsache, wir haben das Ding nach Hause geholt. Das ist das Allerwichtigste. Ach, das rückt mich an der Regel gegen Kiel. Super, ich dachte mir, wäre super geworden, jetzt, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten direkt. Na gut, egal.
Gehen wir dann mit dem vierten. Leihangebot für Bujalab möchte ich aber gerade nicht haben. Nö, abgelehnt. Gut, danke mal. Ich will noch in die Pressekonferenz. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. So. Gut, damit haben wir das durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen Kiel.